So, hallo und willkommen zurück beim Joe. Heute geht es um die Anker Soundcore 2. Ja, eine schöne Bluetooth-Soundbox von der Marke Anker. Anker Innovations ist im Prinzip, glaube ich, ein chinesischer, ja, Hardwarehersteller oder Hersteller von Technik, der, glaube ich, im Jahre 2011 gegründet worden ist. Wie gesagt, kommt aus China, Hauptsitz in China. Und sie haben jetzt schon viele Soundboxen, Bluetooth-Soundboxen rausgebracht. Für mich war es dann mal an der Zeit, beim Angebot auf Amazon zuzuschlagen. Ich habe das Ganze bei Amazon bestellt. Wie gesagt, gibt es aber wahrscheinlich auch in jedem Saturn, Mediamarkt bei euch vor Ort, falls ihr euch das kaufen wollt. Kauft es doch auch vor Ort, das geht ja auch immer ganz gut. Jetzt während Corona manchmal natürlich nicht, aber öfters haben die örtlichen Läden ja auch ganz gute Angebote. Ja, ich habe das Ganze jetzt eigentlich schon einen Monat im Besitz und auch schon öfters benutzt. Ich habe es nur noch mal eingepackt, um euch noch mal zu zeigen, wie es ankam. Das kam dann hier so schön eingetütet. Kam das Ganze an, so sieht es aus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist dann direkt der Nachteil dieser Beschichtung, ist halt, dass man wirklich jeden Finger touchen sieht. Jeder Fingerabdruck ist direkt und sofort zu sehen. Das ist ein bisschen nervig. Also vor allem, wenn es so fettige Flecken sind, die kriegt man dann da so ein bisschen schlechter weg. Ansonsten aber zu der Box. Ich habe sie ja jetzt schon einen Monat und hatte mir vorher wirklich sehr, sehr lange überlegt, ob ich mir sowas überhaupt zulegen soll. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Der Klang ist wirklich überragend. Die Haltbarkeit des Akkus oder die Laufzeit ist jetzt so vom Hersteller angegeben auf 24 Stunden. Also ich kann es zumindest fast bestätigen. Ich habe jetzt nicht die Stoppuhr daran gemessen, aber ich habe es eigentlich meistens immer nur so alle 2 Wochen gefühlt. Also ich muss es bestimmt nur einmal bis jetzt aufladen oder zweimal, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe es wirklich sehr oft im Betrieb, sei es jetzt in der Werkstatt oder in der Küche oder wenn man dann doch mal draußen im Garten sitzt. Ich habe es also sehr oft im Betrieb und ja, muss es eigentlich fast nie laden. Das heißt, der Akku ist wirklich sehr, sehr ja, laufstark, sage ich einfach mal. Vielleicht nochmal zu den technischen Daten. Wasserschutzklasse ist IPX7. Das heißt, damit seid ihr eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Ne? Selbst wenn ihr irgendwie einen Pool habt, natürlich jetzt nicht irgendwie damit grundsätzlich tauchen gehen, aber so ein bisschen Wasser oder sogar ein kleiner Wasserkübel von oben sollte dem wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Also im Prinzip eigentlich soll es wasserdicht sein. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren. Und das Ganze hat auch ein gewisses Gewicht, also liegt dann auch gut in der Hand. Insgesamt von der Herstellerangabe 358 Gramm. Genau, dann jetzt noch zu den Maßen. In der Breite haben wir 16,5 cm und dann in der Höhe haben wir 5,4 cm und in der Tiefe 4,5 cm. Das heißt, das Ganze ist recht kompakt gebaut und wie gesagt, der Klang ist wirklich sehr schön. Es hat einen sehr schönen Raumklang, einen sehr schönen Bass. Also sehr, sehr ausgeglichen irgendwie auch der Klang. Also es ist nicht so, dass zu viel Bass ist oder zu wenig. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Es erfüllt wirklich den Raum. Also ja, auch ein großes Wohnzimmer und man hört wirklich, dass es richtig den Raum dann einnimmt mit seinem ausgeglichenen Klang. Ich habe jetzt natürlich auch nicht ganz so viel Ahnung, aber für mich als Laie klingt das einfach sehr, sehr schön. Wie gesagt, ansonsten 12 Watt hat das ganze Teil und ja, wie gesagt, schön mit Bluetooth verbunden, sehr einfach. Es gibt hier dann natürlich noch das beiliegende Ladekabel, was hier drin ist, mit der Gebrauchsanweisung an sich. Und hier natürlich dann der Ladeanschluss oder dann auch noch ein AUX-Anschluss, die man dann ebenfalls anschließen kann. Kann man natürlich auch mit, wenn man eine Alexa hat, damit verbinden. Genau, gucken wir hier nochmal rein. Ladekabel. Und
die Gebrauchsanweisung. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.